Hey Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmin, heute mit dem Orakel Bayern München gegen Real Madrid. Wir starten direkt mal in das Spiel hinein. Ich bin da echt mal gespannt. Also ich tippe im Hinspiel ein 1-1. Ja. Und im Rückspiel vielleicht ein knappes 1-0 für die Bayern. Hoffe ich mal. So, wir überspringen das hier mal. Jetzt geht's hier gleich endlich um. Hallo, liebe So, erste Halbzeit natürlich mit Bayern. Ich begrüße Sie zum heutigen Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden Sie durch diese Partie begleiten. Ich bin da echt mal gespannt, wie das dürfen wir uns auf ausgehen wird. Fußball freuen. Bayern München gegen Real Madrid. Ich glaube, das wird extrem spannend heute. Das wird hochklassig. Beide wollen sich zeigen, wollen ein Ausrufezeichen setzen. Und dann schauen wir mal, wem das am Ende wirklich gelingt. Ja, da war noch eine Super. Super Anfang. Oh je, oh je. So. Eckeball. Oh. Gehalten war aber auch kein Kopfball, der hier für echte Gefahr hätte sorgen können. Ja, das war alles in allem eher schwach. Goretzka. Musiala. Oh Mann, oh. Ich bin mal gespannt, ob Musiala wieder spielt, aber ich denke schon, er wurde, glaube ich, geschont. Könnte jetzt was werden. Ich bin mal gespannt, was ihr so tippt. Der Ball holt er gut verteidigt. Was mache ich da? Ja. Kann man mal machen. Oh, leck. Jetzt groß. Gut, ich denke mal, dass da nicht. Ich weiß nicht, ob da viele Tore fallen. Werden wir sehen. Also ich hoffe mal, dass ein 1-1 wird. Müller mit Platz. Harry Kane. Und keiner in der Mitte. In der Mitte Sané. Ah. Schön geklärt von Rüdiger. Sie üben schon früh Druck aus. Ball ist weg. Hey. Tchouameni. Rodrigo. Bellingham. Was ist denn eigentlich mit diesem jungen Türken da? Ach, wie heißt er nochmal? Tchouameni. Süler. Carvajal. Ada Süler oder wie der heißt? Dem hört man gar nichts mehr. Ist er wieder verletzt oder? Der hat ja mal gespielt. Sané könnte es über außen versuchen. Der okay. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Hä? Gib das da hin, ne? Den Ball kann Toni Kroos. Sie stehen groß förmlich. Langpass Toni, Alter. Ne, Querpass Toni. Sag mal ja mal. Querpass Toni. Mit seinen vielen Querpässen. Toni Kroos. Aber ist halt damit lässt sich nicht aufhalten. Oh, Groß gegen Kimmich. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Ey. Bellingham, Junge. Rodrigo. Und jetzt der Schuss. Oh. Eieiei. Okay, gleich Halbzeit und steht noch 0-0. Groß mit der Reingabe. Halbzeit. Mit diesem Pausenpfiff ist der erste Durchgang. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. So, dann geht's weiter jetzt mit Real Madrid. Zweite Spielhälfte kann nun also losgehen. Wir erleben zwei Teams auf ich bin mal gespannt. Alles ausgeglichen. Harry Kane? Harry Kane! Er wird geblockt. In der ersten Hälfte kamen zu wenig Impulse von Harry Kane. Er muss seiner Mannschaft mehr helfen. Ah, da muss eigentlich mehr kommen. Nein! Am Remis im Moment die Impulse, die fehlen, die Ideen, die Spielfreude. Toni Kroos. So. Ecke kommt's. Sie Ach. Nach dieser Ecke befreien. Rodrigo. Super, wie er sich durchsetzt.
Anspiel kommt nach hinten. Huiuiui. Ecke Real Madrid. Wenn sie die nutzen, wäre das gleichbedeutend mit dem Führungstreffer. Der geht Richtung Strafraumkante. Rodrigo. Rodrigo. Schön zugemacht. Ah, oh, shit. Sie machen da schön Druck. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten. Wird's vielleicht 0-0? Könnte auch passieren, ne? Ist natürlich mutig. Also in der Champions League gibt ja Bayern immer irgendwie alles. Der Trainer überhaupt nicht witzig. Da müssen sie mehr raus. Bundesliga war diese Saison nicht so der Fall. Mit sehr, sehr wenig, das muss man so deutlich sagen, was die Offensive angeht. Kaum Chancen. Ah, nein! Das ist alles was treibe ich denn hier? So fangen sie den Angriff früher ab. Sehr gut. Ups. Ups. Konrad Leimer. Sie können sich befreien. Tolle Aktion. Ja. Vinicius Junior. Auf dem Flügel ist Platz für Vinicius. Oh, jetzt ist der alleine da vorne. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Ich glaube, der war gar nicht so schlecht, oder? Oh, der ist gar nicht glücklich. Was wird er wohl da sagen wollen? Alles nach vorne? Abgeblockt. Wichtige Aktion. Da zahlt sich das frühe Stören aus. Ballgewinn. Vielleicht die Führung jetzt. Der muss passen. Oh, so bitter für die Bayern. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie sie reagieren. Denn sie müssen reagieren. Wir haben ja nicht mal lange Zeit. Vinicius Junior mit dem Tor. Ja, genug gejubelt. Als Bayern-Fan nicht schön. War das die Entscheidung, Buschi? Möglich ist es, es ist nicht mehr viel so, Zeit. So, morgen spielt ja Paris gegen Dortmund. Bayern München. Da bin ich auch mal gespannt. Auf den späten Ausgleich. Weiß nicht, Dortmund Kimmich. Gegen Leipzig. War das gegen Leipzig? Kimmich! Oh, war das knapp. Uiuiui, Kimmich, Junge. Aber nichts draus gemacht. Ah, gegen Leipzig war das 4-1. Die ersten 20 Minuten super gespielt. Viele nee. 2 Minuten noch. Setzt sich klasse durch. Oh, Kane. Aus dem Uiuiui. Keine richtige Chance. Dafür ist er einfach zu. Der Harry Kane. Das ist der Schluss für okay, 1-0 für Real Madrid. Das wäre ganz schlecht. Sie müsste die Bayern ja zwei Tore im Rückspiel machen. Letztlich ausschlaggebend. Vielleicht lag's an der Kondition. Ich bin mal gespannt, was ihr tippt. Also, auf jeden Fall waren sie in der also hier ist es 1-0 für Real Madrid Ausgang. Ich tippe ein 1-1 im Hinspiel. Und dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.